Du, heute habe ich Drehtag. Jetzt habe ich gleich, ja, mache ich gleich mehrere Beiträge auf einmal. Ich komme sonst eh nie dazu. Warum habe ich das so lange mit mir machen lassen? Das ist ein Satz, den ich öfters höre. Und der Satz hat durchaus seine Berechtigung ab einem gewissen Zeitrahmen. Komme ich noch dazu. Was ich auch immer wieder bemerke, ist, dass dieser Satz fällt im Zusammenhang mit nur wenigen Monaten. Also so, dass man zum Beispiel nach 4, 5, 6 Monaten dasteht und sagt, es ist vorbei, man muss diese Beziehung verlassen. Und man versteht im Nachhinein, wenn man sie dann aufarbeitet, gar nicht, wieso man sich die Dinge oder das, was dort passiert ist, die Verhaltensweisen überhaupt so lange gefallen hat lassen, wieso es also so lange gebraucht hat, bis man gegangen ist. Sowas nennt man Kennenlernphase. Und ich weiß nicht, wie es heißt, aber es gibt einen wissenschaftlichen Namen sogar für diesen Effekt, dass man im Nachhinein immer gescheiter ist als am Anfang. Ja? Das ist in zig Experimenten nachgewiesen worden und so weiter, dass man sich dann selber täuscht und sich denkt, man hätte das eh immer von Anfang an wissen müssen. Aber nein, so ist es nicht. Und genau dafür gibt es etwas, das man Kennenlernphase nennt. Ja? Wenn sich zwei Menschen treffen, gibt es Sollbruchstellen. Bei jeder neuen Beziehung gibt es Sollbruchstellen. Hat man ein Blind Date, ist es der erste Eindruck, den man hat, wenn man reinkommt ins Lokal oder wo auch immer man sich trifft. Ja, ja oder nein? Möchte ich am liebsten auf der Stelle wieder gehen oder bleibe ich da? Ja, der erste Kuss. Findet man den mega oder denkt man sich, oh mein Gott, greif mich nie wieder an? Ja? Das gleiche nach der ersten Nacht, ja, hat man das Gefühl, wow, super toll oder ist ausbaufähig oder oh mein Gott, das wird nie was. Ja? Und so geht es weiter. Ja? Nach 2 bis 3 Monaten kommt meistens so diese Frage, ja, was wird das jetzt? Sind wir da auf dem Weg in eine fixe Beziehung hinein? Wollen wir uns offiziell als Paar betiteln? Ja. Was ist das jetzt? Und ich weiß, oh, ich weiß, vor allem unter den Leuten, die mir schon lang folgen und deswegen folgen, weil ich den Schwerpunkt narzisstische und toxische Beziehungen habe, höre ich schon, was erst nach 2 bis 3 Monaten? Das haben wir schon nach Tagen gewusst. Ja, eh, genau. Ja. Im Normalfall, in einem halbwegs gesunden Zeitablauf, dauert das nicht so lang. Da zieht man auch nach 2 bis 3 Wochen doch nicht zusammen, sondern überlegt sich das im Normalfall erst so nach ungefähr einem halben Jahr, dass man sagt, okay, also wenn man nicht gerade vorher auf der Straße steht, weil man aus der vorherigen Beziehung und damit auch aus der vorherigen Wohnung rausgeht, aber im Normalfall überlegt man dann, ja, so, okay, du wohnst da, ich wohne dort, wir pendeln permanent hin und her, wir haben die doppelten Kosten, ist das denn überhaupt irgendwann mal ein Thema, dass wir zusammenziehen, ja oder nein? So, ja. Und so geht's, Step für Step, dann kommen Dinge wie, noch die Frage später irgendwann. Gibt es sowas wie Heirat? Gibt es sowas wie Kinder? Werden sowas wie Häuser gebaut? Und so weiter und so fort. Ja? Das alles hat einen bestimmten Zeitrahmen. Ja? Das Problem ist, dass du nach 4 bis 6 Monaten natürlich schlauer bist als an Tag 3 oder 4 oder 5 oder 6. Ja? Auch wenn du noch so enttäuscht bist nach ein paar Monaten und sagst, meine Güte, wie habe ich auf den Menschen reinfallen können? Ja? Niemand rennt mit einem Schild herum, an dem am Tag 1 in der Stunde 0 ja, alle Schwierigkeiten, alle Persönlichkeitsmerkmale, die dieser Mensch hat und in die Beziehung mit hineinbringt, aufgelistet sind. Wenn an Tag 0 stehen würde, ich bin Alkoholiker, ich habe ein Spielproblem, den Job habe ich mit Mühe und Not gerade noch, wenn überhaupt, ja. Und im Übrigen habe ich die letzten 3 Beziehungen vergeigt, weil ich den Frauen immer nach einer gewissen Zeit eine aufgelegt habe, auch noch dazu. Ja. Ich bin gespannt, wer in dem Moment sitzen bleibt und sagt,
Yay, du bist mein Traummann, meine Traumfrau. Na, das schaue ich mal an. Wenn du an Tag 1 weißt, dass das der Mensch ist, den du heiraten wirst, der mit dir Kinder kriegen wird, der dich dann aber verlassen wird, in den Ruin treiben wird, dir die Kinder wegnehmen wird, dich überall anzeigen und verleumden wird und zugrunde richten wird. Wenn du das an Tag 1 wüsstest, würdest dich darauf einlassen? Manche Dinge zeigen sich erst mit der Zeit und das ist gut so. Und wenn man nach einer Zeitspanne von 4 bis 5 Monaten dasteht und sagt, mein Gott, es ist wirklich immer nur um diesen Mann gegangen, es ist immer nur um ihn gegangen, ja, und es ist nie um mich gegangen. Wenn es da Geschichten gibt, wie dass man zum Beispiel feststellt, dass man selber immer die teureren Rechnungen bezahlt, während der Mann, also weil man so quasi Hälfte-Hälfte macht, ja, und der Mann pickt sich immer die billigeren Restaurants raus, ja, und selber darf man immer in den teureren bezahlen, ja, auch in umgekehrter Reihenfolge im Übrigen natürlich, ja. Dann sind das Dinge, die dir nicht an Tag 1 auffallen, die brauchen Zeit. Ja? So, und sogar dann. Also nehmen wir an, dir fällt das auf. Jeder von uns braucht einen gewissen Beobachtungszeitraum und dann fällt dir das mal auf und du denkst dir, das war jetzt aber gerade eigenartig, komisch. Na gut, einmal ist keinmal. Dann passiert das Ganze noch einmal. Ja? Und ich sage ja immer, einmal ist Zufall. Zweimal heißt beobachten, dreimal ist ein Muster. Das ist meine Maxime. Das gebe ich auch allen meinen Klienten und Klientinnen immer so mit. Ja? So. Jetzt merkst du, dass das einmal passiert. Es passiert zweimal. Es passiert dreimal. So. Jetzt bist du aber noch immer nicht an dem Punkt, an dem du gehst. Jetzt bist du an dem Punkt, an dem dir auffällt, das scheint ein typisches Verhalten zu sein von diesen Menschen, das du nicht toll findest, das du gerne anders hättest. Was tust du also? Du sprichst es an. Na? Niemand geht sofort. Nein, du sprichst es an in der Hoffnung, dass ein Gespräch eine Lösung bringt, dass ein Gespräch eine Veränderung in dieser Sache bringt, die dazu führt, dass du ja, eine Veränderung im Verhalten des Gegenübers merkst, die es dir erlaubt, in dieser Beziehung zu bleiben. Und nach diesem Gespräch kommt ja wieder ein Beobachtungszeitraum. Und entweder es klappt sofort, aber stell dir vor, es klappt vielleicht nicht sofort. Dann denkst du vielleicht, naja, jetzt habe ich es ihm gesagt, das dauert vielleicht eine Zeit lang, bis man sich da ein neues Verhalten angeeignet hat. Schauen wir mal weiter. Ja? Und sogar dann ist es wieder die Frage, sogar wenn es dann wieder nicht klappt, eine Zeit lang. Gehst gleich, gehst beim ersten missglückten Versuch, gehst beim zweiten, gehst beim dritten. Wie oft darf man sagen, dass etwas nicht passt? Es dauert eine Zeit, bis du drauf kommst, okay, das hier war nicht Zufall, ja, das hier ist eine typische Verhaltensweise, ein typischer Wesenszug meines Partners, meiner Partnerin. Und ich kann mit diesem Wesenszug nicht umgehen. Und er kann auch trotz mehrfacher Gespräche nicht verändert werden, weil der Partner nicht will oder weil er nicht kann, je nachdem. Ja? Und ich sage das in einem anderen Beitrag von mir, der heißt Trennung trotz Liebe. Wenn die Top 5 Werte von dir und deinem Partner, deiner Partnerin nicht übereinstimmen, kriegst du die Beziehung im Normalfall nicht hin. Also wenn, dann wird sie ein ewiger Kampf. Ja? Warum? Weil diese Top-Werte von oben nach unten deine Verhaltensweisen bestimmen. Und du kannst von unten nach oben versuchen, die Verhaltensweisen zu verändern, aber wenn die Verhaltensweise dann mit deinen Werten nicht mehr übereinstimmt, na, was glaubst du, ist stärker? Das, woran du dein Leben lang geglaubt hast, das, wofür du auftrittst. Ja? Es muss sich auf Werteebene eine Veränderung ergeben, damit sich auf Verhaltensebene eine Veränderung ergibt, es sei denn, es sind Kleinigkeiten. Ja? Dinge wie, auch das erlebe ich immer wieder, er oder sie schafft es nur, das Geschirr vom Esstisch bis zum Geschirrspüler zu tragen. Es wandert aber nicht von der Theke in den Geschirrspüler hinein. Und nein, es ist kein Klischee. Es ist effektiv genau so in Beratungen. Darüber streiten sich Menschen.
Und natürlich, wenn man das 20 Mal sagt in 5 Jahren, hat man irgendwann das Gefühl, okay, sei mal nicht böse, so schwer ist das nicht. Natürlich nehme ich es mittlerweile persönlich. Also nicht ich, aber halt derjenige. Ja? Natürlich nehme ich es mittlerweile persönlich, weil so schwer kann das nicht sein, diesen Handgriff auch noch zu machen. Und ich habe es schon so oft gesagt und ich habe es freundlich gesagt und ich habe es lieb gesagt, ja. Leute, das sind Dinge, die übe ich mit meiner 5-jährigen Tochter. Dass es normal ist, sein Besteck, seinen Teller von allein bis in den Geschirrspüler hineinzuräumen. Ist der Geschirrspüler perfekt eingeräumt? Nein, sie ist 5. Aber sie macht's. Und auch wenn ich es hinten nach umschlichten muss, sie macht's. Sie lernt was. Ja, dass mit 20, 30, 40, wann auch immer, ja, einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Ja? Verhaltensweisen später zu ändern, dauert, aber ist auch machbar. Gibt es keine permanenten Ausreden für sowas. Es sei denn, ich möchte es einfach nicht. Wenn ich auf so einer Ebene, auf so einer kleinen Ebene wie von der Theke in den Geschirrspüler hinein, keine Veränderung schaffe. Ja? So, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgerutscht, schon ins nächste Thema hinein, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Wichtig ist mir für heute, Leute, seid nicht so streng mit euch. Ich erlebe immer wieder, dass ihr mit euch selber viel strenger seid als mit den Menschen, die sich eigentlich einen Platz in eurem Leben erarbeiten wollen. Das klingt jetzt irgendwie so nüchtern, aber ich meine, wenn ich mit jemandem zusammen sein möchte, dann bemühe ich mich doch. In meinem Verständnis, und vielleicht ist das sehr old-fashioned, ja, aber in meinem Verständnis bemühe ich mich. Ja? Und ich weiß nicht, woher dieses neue Verständnis kommt. Ja, Beziehung bedeutet Arbeit. Das ist vollkommen richtig. Aber irgendwann in den letzten 10 Jahren ist so mein Eindruck, vor allem seit die ganzen Single-Börsen so hochgekommen sind, ja, irgendwann ist das geändert von, es muss von Anfang an schon dran gearbeitet werden. Nein, muss es nicht. Ja? Wenn ich von Anfang an dran arbeiten muss, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich habe eh genug andere Beiträge auch dafür. Ja? Und ich darf auch an den Punkt kommen, innerhalb dieser Kennenlernphase, dass es für mich nicht reicht. Und ich nicht jetzt schon lernen muss, Kompromisse einzugehen, ich nicht jetzt schon anfangen muss, mich zu fragen, ob ich mein Leben lang mit dieser Variante von Kommunikation, mit dieser Variante von Körperlichkeit, mit dieser Variante von, wie lebe ich meinen Tagesrhythmus, wie lebst du deinen Tagesrhythmus und umgehen muss. Dafür ist eine Kennenlernphase da. Ich bin die Letzte, die sagt, in einer Beziehung muss man nicht arbeiten, wirklich. Und ich habe eh die relativ ungesunde Tendenz auch, lange am Anfang dabei zu bleiben und doch dennoch. Ja, wir leben in einer Zeit, in der wir die Freiheit haben, wieder zu gehen. Und es ist okay, an einer Beziehung zu arbeiten, aber wenn ich von Tag null an einer Beziehung arbeiten muss, dann frage ich mich, ob das nicht eher ein Warnsignal dafür ist. So soll das nicht sein. Ja, ich habe kein Problem damit, wenn nach ein paar Jahren die Schmetterlinge weg sind und der Alltag da ist. Und es ist nicht mehr so spannend und man findet es öde und so weiter und so fort. Ja, dann muss ich arbeiten. Wenn mein Partner zwischendurch krank wird, einen Job verliert, sonst irgendetwas hat, selber einen Verlust in der Familie erlebt, sonst irgendwie was. Ja, dann muss ich arbeiten und muss da sein und muss eine Zeit lang diese Beziehung vielleicht alleine tragen. Ja, wenn ich das von Anfang an machen muss, nein, danke. Ja, seid nicht so streng mit euch. Ja. Wenn ihr nach ein paar Monaten draufkommt mit, warum habe ich das so lange mitgemacht? Na, weil. Ja? Weil ihr der Beziehung vielleicht eine gute Chance geben wolltet. Weil ihr vielleicht nicht bereit wart, so schnell die Flinte ins Korn zu werfen. Und trotzdem darfst du jetzt an dem Punkt sein, wo du sagst, danke. Ja? Ich sage es immer wieder, holt euch Hilfe. Ich bin da, man kann mit mir arbeiten. Meine Praxis ist, wo du bist. Wir arbeiten über Video, egal wohin, ja, nutzt die verbilligte Kennenlerneinheit. Wir reden eine Stunde miteinander. Ich verspreche dir, es ist nachher zumindest ein Stück weit besser, als es jetzt ist. Mein Name ist Sabine Weiß.
Alle meine Beiträge findest du auf meiner Website www.herz-mut.com. Und genau das wünsche ich uns allen. Herzmut. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.